Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tarifverhandlung am 20. August hat uns die Deutsche Bahn AG mit einem beispiellosen Angebot beglücken wollen, das wir als Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer als direkte Provokation betrachten. Man hat uns 350 Euro Einmalzahlung angeboten für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember. Das sind weniger als 2%. Und es sollte ausschließlich der Tatsache Genüge getan werden, dass wir in den nächsten Monaten weiter in Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen gezwungen werden. Ich habe schon vieles erlebt im Laufe der letzten Jahre in Tarifverhandlungen und diese sind immer mit Überraschungen verbunden. Das, was am 20. passiert ist, hat uns sprachlos gemacht. Die Bahn lehnt ab, mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer über Entgelt, über Arbeitszeit, über all unsere Forderungen, die wir für Lokomotivführer erhoben haben, zu verhandeln. Sie lehnt es natürlich auch ab mit uns über Tarife, Tarifverträge für Zugbegleiter und die anderen Beschäftigtengruppen zu verhandeln. Das wussten wir vorher. Was wir nicht wussten ist, dass die Deutsche Bahn offensichtlich gezielt eine Provokation vom Zaune gebrochen hat, um uns in Arbeitskämpfe zu treiben. Wir sehen die Gesamtzusammenhänge und wir wissen alle, dass es um eure verbesserten Arbeitsbedingungen geht, dass es um eure verbesserten Einkommensbedingungen geht, dass es darum geht, die speziellen Bedürfnisse des Zugpersonals in diesem Land abzubilden. Das können wir besser als alle anderen Gewerkschaften, weil wir speziell unterwegs sind und weil wir die Bedürfnisse und die Nöte unserer Mitglieder kennen. Darauf aufbauend haben wir nichts anderes getan, als die Mitglieder, die wir bereits haben, verbessert in den Tarifverträgen der Zukunft abbilden zu wollen. Das ist legitim, das steht uns zu und wir sind auf den Aufträgen unserer Mitglieder basierend mit den Tarifforderungen im Sommer 2014 auf den Markt gegangen. Alle wissen, dass die Arbeitgeber nicht glücklich sind, seitdem wir den Lohndumping im Eisenbahnverkehrssegment beendet haben. Alle wissen, dass wir als Tarifpartner sehr stringent und sehr konsequent unterwegs sind und die Interessen nachhaltig vertreten. Wir haben einen Rahmentarifvertrag im Eisenbahnverkehrsunternehmen verankert, der beispielgebend ist. Viele der Eisenbahnverkehrsunternehmen haben mittlerweile einheitliche Rahmenregelungen und wir haben das Marktniveau schlussendlich bestimmt anhand der Löhne, die heute von uns tarifiert werden. Wir sind keine Absenkungsgewerkschaft, sondern wir sind eine Gewerkschaft, die die Berufe ehrt und die Berufe schützt und die am Ende dafür sorgt, dass man auch stolz sein kann auf das, was man tut. Diese Wertschätzung vermissen wir in diesem Moment am stärksten beim Arbeitgeber Deutsche Bahn AG. Die DB provoziert eine Auseinandersetzung auf dem Rücken der Fahrgäste mit der klaren Zielsetzung, das, was wir gemeinsam geschaffen haben, zu eliminieren. Sie ist dafür angetreten, die GDL zu entmachten und verlangt von uns freiwillig die Abgabe unserer tarifpolitischen Eigenständigkeit an die EVG, eine angeblich größere Gewerkschaft, die jedoch wesentlich schlechter organisiert ist und am Ende des Tages in Eisenbahnverkehrsunternehmen viel weniger Mitglieder hat als die GDL. Das ist eine bewiesene Tatsache und deswegen sehen wir auch keinerlei Chancen, über weitere Verhandlungen eines Tarifdiktats, wie es die Kooperationsvereinbarung der Arbeitgeberseite darstellt, hier zu einer Lösung zu kommen. Wir werden deshalb gemeinsam dafür Sorge tragen müssen, dass unsere berechtigten Forderungen mit Nachdruck verfolgt werden. Wir laden euch deshalb am Mittwoch, dem 27. zu einer öffentlichen Protestveranstaltung des Zugpersonals nach Fulda ins Esperanto ein. Dort werden wir der Öffentlichkeit, den Medien und auch dem Arbeitgeber Deutsche Bahn AG verdeutlichen, was der Wille der Basis ist, was der Auftrag unserer Mitglieder in dieser Gewerkschaft ist und was wir gemeinsam erreichen können.